Augsburg. Samstagnacht auf der Maximilianstraße. Die Partymeile in der Innenstadt ist Treffpunkt für Feiernde. Besonders angesagt das Barfly. Im Club tobt die Stimmung. Die Gäste trinken, flirten und tanzen bis zum Morgengrauen. Wer mitfeiern will, muss zuerst an den Securities Alexander Gruschka und Tobias Heindl vorbei. Man kommt ins Barfly nicht rein, wenn man zu besoffen ist. Also wenn jetzt hier einer herläuft, der nicht mehr stehen kann oder was, dann kommt der hier einfach auch nicht rein. Das ist wie überall. Und benehmen muss er sich. Anständig und lieb und brav muss er sein. Oder sie. Die Türsteher kennen ihre Stammgäste. Ein Nicken bedeutet willkommen im Club. Eine kritische Nachfrage dagegen oft ein Einlassverbot. Bei euch steht sie auf der Gästeliste? Reservierung, irgendwas dergleichen? Nein. Dann bitte einmal außenrum. Dankeschön. Danke. Nicht auf der Liste? Nein. Und Männer, ich sag's euch ganz kurz und knapp, wie es ist. Hallo. Ihr braucht's euch nicht anstellen. Keine Chance. Nein. Könnt ihr gleich zum nächsten Club laufen. Schade. Nochmal bitte. Auch mit Adelstitel? Auch mit Adelstitel. Es spielt keine Rolle. Es geht um den Alkoholpegel. Das ist schon angenehm. Tut mir leid. Ich rede auch nicht unbedingt von dir, aber wenn du ihn anschaust. Schönen Abend. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Servus. Betrunkene müssen draußen bleiben. Der wird hier uns wahrscheinlich nicht mehr so viel Umsatz machen. Und er sollte doch gerade stehen können. Heißt für ihn ist Schluss heute. Zumindest bei uns. Der Adelige mit seinem torkelnden Freund probiert es woanders. Wenn einer nicht mehr stehen kann oder schon die Augen glänzen oder eine Optik schiebt, dann passt es auch nicht mehr. Dann lassen wir die Leute auch nicht mehr rein. Weil erstens bringt es uns keinen Umsatz. Zweitens schützen wir sie auch selber, muss man auch dazu sagen. Und unsere anderen Gäste, die normal feiern wollen, die schützen wir damit auch. Nach 17 Jahren Erfahrung als Türsteher weiß Tobias Heindl, je strenger an der Tür, desto weniger Ärger und Stress im Club. So, jetzt Männer, tut mir. Wir können uns nicht rein, oder wie? Du ja, du bist nüchtern. Einigermaßen. Und ich? Ich hab gar keine Chance. Warum nicht? Weiß auch nicht. Überleg mal nach. Was hast du denn als Trunkener? Der hat jetzt 13 Tonic getrunken. Und wenn man aber für 13 Tonic schaust du echt übel aus. Das ist echt ein Skandal, der Typ. Aber was anderes. Gehen wir jetzt einen Döner essen und dann? Nein, schon. Also normalerweise, wer mich kennt, der weiß das ja. Gehe ich ja schon auf die Gäste ein. Das heißt, gehe zu Mäcki, esse ein Royal TS oder keine Ahnung, trink eine Cola, nach einer Stunde geht's dir besser. Aber ich glaube, das wird bei ihm nicht funktionieren. Ey, das kenne ich aus der Fernsehen. Es ist eigentlich ein Problem. Es ist nicht böse gemeint, nee, aber ernsthaft. Also ich kann es nicht machen. Bei euch würde es echt passen, um Gottes Willen. Aber bei ihm kann ich es nicht vertreten, ehrlich gesagt. Ja. Er ist eigentlich unser Profitrinker. Ganz ehrlich, er mag auch ein sympathischer Kerl sein, aber schaut's mal an, er kann nicht mehr allein stehen. Das funktioniert nicht. Nee, aber ernsthaft. Also, der steht die ganze Zeit allein. Wir sind jetzt 6 Mann und wir kommen wegen einem. Ich kann es nicht machen. Nicht böse gemeint. Ja, gut, dann andermal gerne dann oder so. Taxi, oder ich, das ist mir wurscht. Ihr seid seine Freunde. Also halte ich mich raus, gell? Also, nee, komm, wir gehen jetzt Döner essen. Die Gruppe geht weiter zur Dönerbude. Für den Betrunkenen ist der Weg eine Herausforderung. Jetzt, man sieht zum Beispiel, der verliert ja schon die Hose. Und wenn ich mal ganz ehrlich, wenn einer schon die Hose draußen verliert, dann brauche ich noch nicht reinlassen. Also das hat keinen Sinn. Mögen echt nette Kerle gewesen sein, aber schauen wir, jetzt fällt er fast um. Das war so ein Beispiel von Leuten, die es auch akzeptiert haben, dass sie nicht reinkommen. Also wie gesagt, nette Kerle, also am liebsten würde ich auch sagen, geht's rein, habt Spaß, aber es hat keinen Sinn, der trinkt noch mal einen und fällt um. Ja, es gibt halt andere, die führen sich auf, die verstehen es nicht. Was dazu gehört natürlich, man muss als Türsteher, vor allem jetzt so ein Thema wie in der Maxstraße, kommunikativ sein oder sollte. Man kann allein durchs Reden, das ist wie immer, allein durchs Reden kann man so viele Sachen lösen, ohne dass irgendwie was Schlimmeres passieren muss. Egal in welcher Form jetzt. Ne? Beziehung, privat, Arbeit oder Tür. Gute Türsteher setzen auf Deeskalation. Und sie haben ein gutes Gedächtnis. Denn manche Abgewiesenen halten es für eine gute Strategie, besonders hartnäckig zu sein und immer wieder aufzutauchen. Guten Abend, wir waren heute schon mal da. Wir waren heute schon mal da. Tja, scheiße, ich kann mir Gesichter merken. Nee. Du, bei dir ist in Ordnung. Bist du alleine jetzt, oder wie? In Ordnung. Nein, da ist er. Nein, nein, da ist er. Nein, passt. Aber interessant. Vorher waren es 2, jetzt sind es 4. Die haben sich vermehrt. Die können alle zusammen, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind sogar schon. Der eine kommt einmal, zweimal, vielleicht sogar 5-mal oder 6-mal. Also das Maximum, was wir mal hatten, war 7-mal.
der 7-mal probiert, immer wieder reinzukommen. Und die Leute haben da doch schon so viel getrunken. Also ich frage mich selber manchmal, ob die uns für dumm halten. Ja. Minderjährige versuchen oft, die Türsteher auszutricksen. Viele Mädchen stylen sich, um älter zu wirken. Doch jeder Gast muss sich ausweisen. Wer unter 18 Jahre alt ist, hat keine Chance, reinzukommen. So, na dann, viel Spaß. Mama, passiert es auch andersrum, so wie jetzt gerade, dass die jung ausschauen. Ja, hoffentlich, muss ich jetzt so sagen. Und dann sind sie über 30. Ja, die war jetzt über 30. Hast du jetzt nicht Angst? Nee, kein Stück. Also muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, da denkst du dann schon manchmal genau der umgekehrte Fall. Okay, gerade 18. Aber Zauber, lieber 32. Aber lieber kontrolliere ich einmal zu viel, als einmal zu wenig. Ja, es kostet einen Haufen Geld auch, das ja, muss nicht sein. Ja, das ist richtig, genau. Und da können Sie sich schon gerne mal aufregen, aber ich habe da keine Lust, so viel Geld zu zahlen, nur weil da ein Mädel sich da meint. Da höre ich mal lieber ein blödes Kommentar oder irgendwas dergleichen. Ja. Türsteher und Betreiber, die Minderjährige in einen Club lassen, müssen Bußgelder zahlen. Die Höhe variiert je nach Situation und Bundesland. Minderjährige, die Ausweise von älteren Freunden vorzeigen, begehen sogar eine Straftat. Es gibt ja Kontrollen vom Ordnungsamt wie vom Jugendamt. Und wenn jetzt das Jugendamt zum Beispiel reinkommt und findet halt Minderjährige drinnen, was eigentlich ein absolutes No-Go ist, muss ich dazu sagen auch, weil dann hat der Türsteher auch irgendwas nicht richtig gemacht. So, und dann gibt es halt die Strafe. Ist das erste Mal vom Türsteher, kam es das zweite Mal schon vor, oder ist es vielleicht sogar bekannt dafür, dass Minderjährige drin sind. Und je nachdem wird die Strafe halt immer teurer und teurer. Von 150 kannst du sagen, bis in den Tausenderbereich. Inzwischen ist es 2 Uhr morgens. Der Alkohol fließt in Strömen, der Club füllt sich immer mehr. Diese jungen Männer waren vor einer Stunde schon einmal da, durften aber nicht rein, weil sie einen betrunkenen Freund dabei hatten. Sie starten einen neuen Versuch, an den Türstehern Alex Gruschka und Tobi Heindl vorbeizukommen. So, liebe Leute von heute. Ey, wir kennen uns schon. Ich weiß. Genau. Vor einer Stunde, ne? Vom Lenze. Ja, auch. Kollege am Heimbach. Wo ist der Kollege jetzt? Der ist Heimbach. Der ist Heimbach. So, der hat's Einzel. Der hat's Einzel. Der hat's Einzel. Der hat's Einzel. Nimmst du im Döner und Wasser probiert, aber. Ist jetzt gut drauf, gell? Ja. Pass auf, ganz kurz nur. Im Gang bitte leise sein. Links zur Kasse und unten viel Spaß. Danke. Genau, bitte. Okay. Danke dir. Bitte. Die Männer sind freundlich und ohne ihren betrunkenen Kollegen willkommen.